Der Meister der sphärischen Klänge in seinem Element. Schiller. Seit 20 Jahren begeistert Christopher van Dylen Menschen auf der ganzen Welt mit seinen Klanglandschaften. Andere Kulturen und Länder sind seine Inspiration. So auch für sein neues Album Morgenstund der Iran. Die Aufnahmen sind aber auch in England entstanden, im legendären Studio von Genesis. Schiller ist nicht nur ein musikalischer Nomade, sondern hat sogar seinen festen Wohnsitz vor mehr als 5 Jahren aufgegeben. Der 48-Jährige ist auf Reisen oder auf Tournee. Ab Mai sind die größten deutschen Arenen sein Zuhause. Mit dabei ein atemberaubendes Licht- und Sounddesign und die Songs seines neuen Albums. Jetzt ist er bei uns. Herzlich willkommen, Schiller, alias Christopher van Dylen. Guten Morgen. Guten Morgen. Neues Album ist da und es heißt Morgenstund. Ist das fürs MoMA gemacht worden? Ja, könnte man denken. Ja, das ist eigentlich das Lebensgefühl von einem Neuanfang und von einem, ja, der Möglichkeit, jeden Tag Dinge neu zu entdecken und neu zu gestalten. Bist du denn Frühaufsteher? Zufälligerweise ja. Oh. Ja. Das kommt ganz selten vor, dass wir hier Frühaufsteher sind. Wirklich. Nun, haben wir gerade gehört, du hast ein ganz ungewöhnliches Leben. Du hast irgendwann mal vor ein paar Jahren deinen ganzen Besitz verkauft und lebst jetzt aus 2 Rollkoffern, heißt es. Stimmt das so? Und wenn ja, was ist in diesen Rollkoffern drin? Das stimmt auf jeden Fall, ja. Und ich habe dort ein paar schwarze Kleidungsstücke drin. Und ich habe dort mein kleines Studio, was ich immer dabei habe, um Musik machen zu können, um unterwegs Ideen, Notizen festhalten zu können und 1-2 persönliche, private Dinge. Ich finde das total bewundernswert. Also ich nehme mir auch immer vor, weniger ist mehr. Ne? Also sich wirklich zu reduzieren. Wir haben das mal im Urlaub getestet. Jeder durfte nur eine große Tasche mitnehmen. Mit kleinem Kind fand ich schwierig. Wie bist du darauf gekommen, einfach zu sagen, ich lasse das alles hinter mir? Ich war auf einer sehr langen Tour, fast 50 Konzerte und kam nach Berlin in mein Zuhause. Mhm. Von dem ich eigentlich dachte, ich würde auf das Zuhause warten und das Zuhause würde mich erwarten, aber irgendwie hat sich das alles fremd angefühlt. Also ich kam dahin, wo eigentlich die Komfortzone sein soll, aber ich habe gemerkt, dass ich mich doch unterwegs und mit so einer gewissen latenten Rastlosigkeit doch wohler fühle. Und wie ist denn das jetzt? Also es sind ja ganz praktische Dinge, die dann helfen. Wo schläfst du? Wo stellst du deine Dinge ab? Wie läuft das bei dir? Na, die Dinge kann ich ja nicht abstellen, weil ich kaum noch Dinge habe. Die 2 Rollkoffer. Die 2 Rollkoffer, die müssen auch. Ich besuche Freunde sehr gerne. Ich bin manchmal bei Airbnb entsprechend, dass ich mir da etwas suche. Oder im Hotel. Und zwischen tatsächlich auf Tournee sein oder ein Album produzieren, für das ich ja auch sehr viel unterwegs bin, sehr viel reise in verschiedene Länder zu Musikern, zu Künstlern. Da ist dann ein Zuhause manchmal auch eher hinderlich. Deinen Durchbruch hast du ja 1998 geschafft, damals mit dem Glockenspiel. Da haben wir auch einen kleinen Einspieler. Jahre her, fast, also in der elektronischen Musik, eine Ewigkeit. Wie geht's dir, wenn du das heute hörst? Das ist ganz merkwürdig tatsächlich, weil ich wahnsinnig gern nach vorne schaue. Mhm. Und gleichzeitig, wenn ich das aber sehe, es fühlt sich an wie gestern. Es kommt ja ganz viel Glück zusammen bei dem, was ich tue. Es ist ganz viel Glück, ganz viel Zufall. Mhm. Und die Freiheit, die ich mir versucht habe zu bewahren und auch vielleicht immer noch zu steigern, ist, glaube ich, der Nährboden dafür, dass Dinge passieren können, dass man auch vielleicht Fehler macht und Unfälle passieren können, aus denen man aber dann Neues ziehen kann, neue Energie schöpfen kann. Und das ist etwas, ja, ich fühle mich da so als Schwebeteilchen so in der Welt. Du bist ja ganz viel unterwegs auch, hast du gerade auch erzählt. Wenn wir das neue Album mal angucken, wir können mal reinschauen, sieht man zum Beispiel ein Foto aus Südtirol, was du auch selber gemacht hast. Das habe ich selber gemacht, mit Giorgio Moroder zusammengearbeitet hast. Das ist ja sozusagen der Urvater der elektronischen Musik, kann man sagen. Ist das für dich auch so ein Held gewesen und war das eine besondere Begegnung? Ja, das war eine ganz besondere Begegnung, weil natürlich Giorgio Moroder ganz, ganz viel erreicht hat. Und er könnte ohne weiteres
weiteres das Erreichte verwalten und sich, ja, wenn man so will, als Hausverwalter seiner Vergangenheit gerieren. Aber er guckt nach vorne, er ist unermüdlich und immer wieder dabei, neue Dinge zu entdecken. Und da fühle ich eine ganz minimale Wesensverwandtschaft. Und du hast für das Album hast du noch andere Stars gebeten, ins Studio gebeten. Zum Beispiel Nena ist dabei. Und du hast, glaube ich, mal gesagt, wenn ich die hole, zu Schiller hole, dann ist das wie in ein Hotel. Ich lade die zu mir ins Hotel ein. Genau, das Hotel Schiller ist, also ich bin sehr gerne für mich alleine natürlich, wenn ich Musik mache, aber als Hotelier und als jemand, der Gäste bei sich zu Hause begrüßt in der musikalischen Welt, fühle ich mich auch sehr wohl.